Was geht ab, Manusie Fighter Hose hier und heute zu einem weiteren Team Rating Video. Vielen lieben Dank auch für die Einsendung diese Woche. Bevor wir mit dem Team Ratings anfangen, ihr habt es wahrscheinlich im Titel gesehen, kurz wegen den Streams. Ich streame ja oft und immer auf Twitch. Dort sind wir seit einiger Zeit Twitch-Partner geworden. Vielen lieben Dank dafür natürlich auf jeden Fall. Falls euch aber fragt, ey, wann gehst du denn live oder wann streamst du, zu welchen Zeiten? Wo kann ich das sehen? Im Streamplan, Freunde, der Streamplan ist unter jedem Video in der Beschreibung, bei mir auf dem Discord-Server oder auf Twitch selbst. Die ganzen Links sind in der Beschreibung oder natürlich, wenn ihr dann unter den Videos guckt. Und dieser wird jeden Montag aktualisiert. Heißt, wenn ihr wissen wollt, wann ich die aktuelle Woche live bin, dann guckt ihr am besten im neuesten Video nach. Und dort in der Beschreibung ist das. Warum spreche ich das Ganze an? Weil jetzt die letzte Woche kam ich kaum dazu. Das war sehr, sehr spontan. Ich glaube, wir waren nur einmal live mit den Summons. Und die nächste Woche wird es wahrscheinlich auch sehr spontan laufen. Warum? Aktuell ist viel los bei mir. Nichts Schlimmes, sondern alles gut eigentlich. Aber es hat viel los. Deswegen komme ich kaum dazu zu streamen. Wahrscheinlich noch die Woche, aber dann wird es wahrscheinlich normal. Diejenigen, die wissen, was so im Februar abgeht, die wissen Bescheid, warum da so viel los ist. Aber auch außerhalb davon, Freunde, komme ich auch eben, weil sehr viel los ist gerade, kaum dazu, Mails zu checken. Also mich erreicht die gerade schwierig. Ich versuche immer auf jeden Fall die YouTube-Kommentare aufrechtzuerhalten. Mit einem Tag Unterschied, sage ich mal, dass ich da antworte. Aber ansonsten, ja, wenn ich Zeit finde, auf jeden Fall gucke ich auf Twitter und Discord nach, so ist es nicht. Twitter und Discord erreichen mich immer noch am besten. Und Instagram ein bisschen schwer. Aber ja, Freunde, damit ihr nur Bescheid wisst, nicht, dass ihr euch denkt, ey, warum antwortet der Dackel gar nicht und so. Die Woche ist auf jeden Fall noch was los und dann soll es hoffentlich alles wieder normal werden. So, wir haben das erste Team von unserem Boy Bacardi mit einem Yu-Gi-Oh-Char. Ups, dann machen wir das Ganze mal anders. Und zwar schreibt er uns hier, Hashtag Team Ozu, das ist mein Movie-Boss-Team. Wie würdest du das Team aufbauen mit dem neuen Movie-Broly? Viele Grüße, mach weiter so, lieben Dank, auch Grüße zurück an dich. Okay, dann gucken wir uns das Team erstmal hier an der Stelle an. Wir haben folgendes Team, alle Charaktere gehören zum Leader Skill. Das sind 6 von 10 Punkten, also Max, Max, Awake. Nein. Jetzt hat die Sache. Ah, okay, das hat noch nie beachtet. Warum habe ich Nein gesagt? Logisch, dieser Theo Air Bojack, der ist nicht Max Level und Max Awaked. Ne? Aber seine Max Awakening ist ja auch im Team, den nimmt man als Buddy. Das habe ich jetzt echt nie überlegt, wie ich das in dem Fall mache. Ist jetzt auch, glaube ich, mal nur zum ersten Mal vorgekommen. Ich würde ihm trotzdem dann vollen Punkt geben, also dann 8 von 10 Punkte, weil ich meine, der hat ja die vollste L-Version am Start, Max Level ist auch am Start und das ist halt sein Buddy. Er kann ja selbst dafür, wenn er ihn jetzt Max Level würde und Awaken würde, dann könnte er ja nicht mal mitnehmen. Also zwecks Placements im Team oder sag ich mal zwecks, ja, Teameinstellung, Konstellation würde ich da auf jeden Fall den dann quasi als Max Awaked sehen auf jeden Fall, weil der ist ja quasi der Partner für den, also gibt es von mir aus 8 von 10 Punkte. Falls jemand anders sieht, könnt ihr mich gerne in den Kommentaren wissen lassen. Und ja, Feedback ist immer gefragt an der Stelle. Jedenfalls 8 von 10 Punkten, aber die Frage von ihm war ja, ich lasse schon mal kurz die Charaktere ansehen, so wie dein Team jetzt ist, würde ich es spielen lassen. Wir sind auf der globalen Version richtig, okay. Gut zu wissen, weil ich, als ich vorhin das Team angesehen habe, dachte ich, wir sind auf JP. Ah, wir sind auf der globalen Version, denn ich habe mir ein, zwei Sachen aufgeschrieben, beziehungsweise einen Graphen erstellt von Dokkan Battle Builder. Der Link ist auch dazu in der Beschreibung. Die Frage war ja, wie würde ich das Team bauen, wenn mit Dragon Ball Super Broly, der kommt jetzt Mitte Februar spätestens für Global. Okay, viel ändert sich nicht, um ehrlich zu sein. Deine Rotation, die eine bleibt so. Wir haben LR Bojack mit Theo Air Bojack. Talis bleibt auf jeden Fall auch drin als Supporter, Rotationscharakter rein und raus rotieren. Und dann haben wir noch Broly als Leader. Heißt, zwei Plätze hätten wir noch frei. Jetzt ist die Sache, lass mich kurz erklären, was ich hier aufgebaut habe. Die Sache ist halt, von den Charakteren, ich hab eigentlich direkt nachgeschaut, ob ich einen Super Saiyan Charakter hätte mit Fierce Battle. Der sich gut mit Broly linkt. So, Super Saiyan 3 Goku, der hat kein Prepare for Battle, der hat kein Shocking Speed, das ist halt nicht das Beste. Hatten wir leider nicht. Also ich habe auch schon gehabt nach einem LR Broly, nach einem LR Guan zum Beispiel, oder nach einem Evo Vegeta, hatten wir leider nicht, deswegen konnte ich darauf nicht zurückgreifen. Aber ich habe jetzt auch auf Elemental Cooler verzichtet, denn im Endeffekt, Broly kommt natürlich auch selbstständig klar, so ist es nicht, aber ich habe für ihn dann quasi noch einen Partner gesucht. Ich meine, es ist nicht so schlimm, es muss unbedingt nicht ein Saiyan sein. Zum Beispiel Omega-Stellung, der ist bei dir auf 90%, der hat der Shocking Speed Fierce Battle, wäre das ja mindestens, aber ist auf jeden Fall gut vertreten oder das würde funktionieren, so ist es nicht. Oder die Sache ist halt, du kannst auch mit Broly deinen Cooler in der Rotation halten, warum nicht, ist mehr oder weniger ähnlich wie was Omega-Stellung bringt. Also entweder Omega-Stellung oder Cooler in der Rotation halten mit Broly. Man könnte auch Talis mit Broly halten, so ist es nicht. Wenn du Talis in der Rotation halten willst, mach das ruhig. Die 33 links sitzt, Fierce Battle, Prepare for Battle und Saiyan Warrior Race. Kannst du auf jeden Fall auch machen. Warum habe ich die Charakteren jetzt am Start? Lass mir folgendes mal erst erklären. Ich hatte dann immer mitgenommen, weil
Wenn er sein Isay bekommt, ich habe jetzt gedacht, dass es JP wäre, aber wir sind auf Global. Jedenfalls, wenn er Isay bekommt, dann kannst du ihn auf jeden Fall reinklatschen. Also, ihr könnt es euch merken für die Zukunft. Janemba mit Broly wird auch gut in der Runde zwar funktionieren, so ist es nicht. Metal Cooler habe ich am Start, weil ich nicht wusste, okay, willst du mit einem weiteren Supporter spielen oder nicht? Falls ja, nehm ihn rein, dann könnt ihr euch Omega Shellong mitnehmen. Außerhalb davon, ansonsten, ja, wie gesagt, kannst ruhig Omega Shellong mitnehmen. Omega Shellong Cooler, Thales, die bleiben so drin natürlich, dass die Bojack-Rotation und dann entscheidest du dich halt, willst du Cooler mit Broly, einen Omega Shellong mit Broly oder sogar Thales mit Broly würde auch funktionieren. Wenn du einen Supporter mitnehmen willst, dann nimmst du statt Cooler oder Omega Shellong, je nachdem, wenn du nicht mithaben willst, Metal Cooler rein, dann wird es auf jeden Fall auch so funktionieren. An sich aber geht natürlich sehr, sehr viel mit den Teams von Broly, weil Broly gibt den Movie Boss Katui einen Boost und den Full Power Charakteren. Da sind wirklich sehr gute, viele Charaktere drin. Ich habe es ja gerade gesagt, LR Broly kann man reinklatschen, LR Gohan, Full Power Goku, LR Goku Freezers in der Kategorie und. Also mein Team auf JP sieht gerade folgendermaßen aus. Ich habe da den physisch Broly als Leader in einer Rotation mit Evo Vegeta, dann halte ich LR Gohan in einer Rotation mit. Ja, jetzt habe ich sogar vergessen, mit dem, mit irgendeinem anderen. Und dann habe ich noch AGL Broly, der rein und rauskommt. Ich glaube, mit Full Power Goku war mein LR Gohan. Und dann habe ich noch Thales als Supporter rein raussortieren. Da geht voll viel. Ich habe dann auch mal ein Setup getestet mit Janemba. Und den Tag Freezer geht auch richtig gut. Janemba und Omega Shellong teilen sich 5 Linkskills. Ich finde die Kategorie von Broly oder die Kategorie, die er deckt durch seine Linkskills, sind sehr, sehr gut und facettenreich. Also geht da auf jeden Fall viel. Dementsprechend passt das Team auch so, was ihr vorgeschlagen habt, sage ich mal. Aber zum nächsten Team. Nächstes Team ist von Michael Jan. Michael, lieben Dank fürs Einsenden und zwar schreibt uns Hashtag Timoso, du kannst du bitte mein Movie Heroes Team bewerten. Kann für Godku auch Super Saiyan 3 Gotenks reinmachen, weiß aber nicht, ob es sich lohnt. Movie Heroes, alles klar, guckt das Ganze mal an. Und zwar gehören die Charaktere zu Leader Skill Movie Heroes und Fusion Charaktere, gibt Kogeta den Boost, sein Leader Skill, sag ich mal. Yep, 6 von 10 Punkten, also Max Awaked Isay, Level 140, sehr schön, 8 von 10 Punkte. Die Frage war, ich habe keinen Charakter, die Frage war einfach nur, ey, soll ich den Boy reintun oder nicht? Ich sag mal folgendes, kannst du machen. In deinem Movie Heroes Team kannst du halten zum Beispiel Gogeta mit LR Gogeta oder Gogeta mit Strength Gogeta. Oder dein AGL Gogeta meine ich die ganze Zeit natürlich. Dein Gogeta, dein Super Saiyan Gogeta mit LR Gogeta und den Friend mit Strength Super Gogeta. Das geht auf jeden Fall. Das sind zwei richtig gute Rotationen. Dann jetzt zu Goku, der rein und rauskommt, 4 von Gogeta und 3 von Goku. Jetzt zu der Frage, ob du Gotenks reintun könntest, kannst du auf jeden Fall machen. Du könntest Gotenks reintun, kannst dann ihn in einer Rotation spielen. Viel fangen Gogeta, sind Fuse-Charaktere, machen gut Schaden, so ist nicht. Gotenks kriegt ein bisschen gut Schaden, aber die Rotation würde auch funktionieren. Ob du jetzt Goku für ihn raushauen willst, kannst du machen. Du kannst aber auch 3 von Goku für ihn raushauen. 3 von Goku ist quasi in einem Endeffekt nur hier ein Charakter in dem Team, der rein und rauskommt und seinen Schaden macht. So für sich selbst kämpft. So ist es nicht. Goku wäre auch in der Kategorie, aber Goku sorgt sich, sag mal, für Rainbow Orbs. Goku hat auch ein Ziel. Also Goku hat ein bisschen mehr Nutzen. Und wenn er gegen Movie Boss Charakter kämpft, hat er auch eine Damage Reduction. Und Goku wegen den Rainbow Orbs, die kann auf jeden Fall LR Gogeta verwerten. Die kann aber auch Super Gogeta verwerten. Also Goku würde ich vielleicht drin lassen, falls du gut nichts reintun willst. Auch wenn der Isay auf 100% ist, könntest du 3 von Goku raushauen. Weil, ja, Gotenks würde sich dann am besser linken in der Konstellation statt 3 von Goku. Wobei sich nicht viel schenken würde, aber er ist ein Fuse-Charakter, der hat Fuse Fighter mit am Start. Mit Gogeta würde auf jeden Fall gut funktionieren. Also kannst du machen. Würde ich es machen. Ich glaube, ich würde ihn für Isay Goku raushauen. Also ich würde Isay Goku raushauen für Gotenks. Warum? Auch fürs Auge so, dann hatte ich noch einen weiteren Fuse-Charakter und der würde da gut reinpassen mit FIFA Ruta in Rotation, warum nicht? Gogeta ist auch ein sehr guter Charakter, bekommt viel Schaden, aber den kann man auf jeden Fall verwerten. Wenn nicht, ist auch kein Muss, du kannst dann Isay Goku drin lassen. Aber falls du, wie gesagt, auf Goku verzichten kannst, trotzdem, was ich hier genannt habe, also wegen dem Rainbow Ops etc., dann kannst du auch Goku raushauen. Aber auf jeden Fall würde das alles funktionieren. So, das nächste Team ist von Lilac X. Und zwar schreibt er uns, bam, badaboom, pow. Hashtag Timoso, du Sensei, ich brauche deinen Rat. Ich habe zu viele Möglichkeiten für mein Realm of Gods Team und kann mich für keine endgültig entscheiden. Habt ihr mal mein Realm of Gods Charakter geschickt und 2 Varianten, die ich gar nicht schlecht finde. Bei der einen spiele ich die Extreme Types in der Rotation und die beiden Leader und Topos in der Rotationscharaktere. Bei den anderen spiele ich Ui und Goku, Ui und Neo Vegeta, Ui und Goku, sorry, und der Rest sind Rotationscharaktere. Alles klar. Dann gucken wir uns das Ganze mal an, vorerst. Und zwar haben wir hier an der Stelle das Stream of Gods Team, wie gesagt, ganz kurz rüber geschaut, 8 von 10 Punkte, yes, wir sind auf Global, Bios hat keine Isay, genau, 8 von 10 Punkte, und dann haben wir noch, achso ja, das ist dann quasi die Extreme-Variante, wären auch 8 von 10 Punkte, Charakter ist, gucken wir uns gleich an. Ich sag dir mal folgendes, ich weiß gar nicht, also nicht böse gemeint, Realm of Gods hat viele Konstellationen, das stimmt, aber ich weiß gar nicht, warum du nicht beides
mischst. Also du hast hier quasi ein Setup gebaut mit nur Support-Type-Charakteren und eins mit Extreme-Types. Man kann auch beides zusammenspielen, so ist nicht. Man tut auch oft beides zusammenspielen. Also die Main-Rotation, eine von Dream of Gods, ist Strength Rosé mit Elegoku Black. Du hast jetzt kein Elegoku Black, vielleicht hast du dich deswegen die Gedanken gemacht oder zu viele Gedanken gemacht, aber du könntest auch zur Not Strength Goku Black mit Fusion Zamasu in der Rotation halten. Fusion Zamasu tut zwar von den Super-Types den Angriff senken, aber wenn du sie in einer Rotation hältst, dann sind sie ja immer in dieser Rotation, dann funktioniert das Ganze auf jeden Fall. Also, du müsst nicht unbedingt trennen. Aber jetzt, ich sag mal so, du hast getrennt. Ja, kann man so bauen, so ist nicht, kann man so bauen. Aber in dem Setup würde ich auf Beerus verzichten, Jiren reinklatschen und statt physisch Vegito Blue, Ele Vegito Blue, weil du hast Ele Vegito Blue auf 100% und dann kannst du auf jeden Fall auch gut spielen. Würde ich dir mehr empfehlen als Beerus und physisch Vegito Blue. Also hier dann quasi, wie habe ich gesagt, Jiren könnte auf jeden Fall noch mit rein. Jiren hat Shocking Speed, Turn of Power, Godly Power für Goku ist auf jeden Fall ein guter Charakter. Wenn du einen weiteren Support haben willst, kannst du Whis rein tun. Agile Super Saiyan Goku würde es auch machen, so ist nicht. Top auf 100%, den lass ich auf jeden Fall drin. Jetzt halt die Frage, ob du an Godku liegst oder nicht. Godku kannst du auf jeden Fall in deiner Rotation halten mit deinem Ui Goku. Godku ist auf 100%, das geht auf jeden Fall klar. Ja, mein Freund, du merkst auch schon, es gibt viele Konstellationen, aber du müsstest nicht unbedingt alles trennen. Normalerweise würde ich sagen, ja, nimm Ui Goku mit, Evo Vegeta mit, Ele Vegito Blue. Dann hältst du eine Rotation Goku Black Rosé mit Fusion Zamasu und Toppo rein und raus sortieren. Aber deine Supercharaktere, die sind da schon überwiegend besser als deine Extreme-Charaktere. Also könntest du auch wirklich nur deine Supercharaktere mitnehmen. Das kann man machen. Das sind Kategorien im Endeffekt. Also könntest du halt Ui Goku in dein Team. Du könntest zum Beispiel Ui Goku in der Rotation mit Strength Godku. Evo Vegeta nimmst du mit, zum Beispiel in der Rotation mit Vegito Blue. Dann hast du Toppo, der würde noch 4 Battle mit reingeben für Evo Vegeta in die Rotation. Und dann könntest du noch einen weiteren Charakter mitnehmen. Zum Beispiel den Transforming Agile Super Saiyan Goku oder Jiren zum Beispiel. Der würde seinen Job auch gut machen. Oh, genau. Ja, dein Virus, ich verstehe, okay, du hast ihn mitgenommen, weil er auf 90% ist, aber ohne Izei muss er nicht unbedingt in einem Setup sein. Ja, wenn er Izei bekommt, kann man noch ihn auf jeden Fall mitnehmen, warum nicht? Aber selbst dann müsste es nicht unbedingt sein. Aber, ja, du müsstest es nicht unbedingt trennen. Also würde auch so gehen. Dann kommen wir vorerst zum letzten Team von heute. Das letzte Team ist von einem Yasumain. Hasagi! Was jetzt los? Oh je, oh je, oh je. Jetzt ist auch noch LOL hier am Start. Hashtag Team Osoru, also nicht böse gemeint, ne? Hashtag Team Osoru und zwar, ich spiele auch ab und zu LOL. Ja, und der, die Yasumains, die sind auf jeden Fall immer am Start. Und zwar haben wir ein Potara-Team. Ele Vegito ist der Leader. Natürlich können auch In-Charaktere mitgenommen werden. Dementsprechend passen alle Charaktere zum Leader-Skill. 6 von 10 Punkten, also Max Level, Max Awake. 8 von 10 Punkten. Und zwar, jetzt ist die Sache. Das sind die Portal-Charaktere, du hast die richtigen reingenommen. Wenn du in Zukunft LAV to Blue awaken könntest, mach das auf jeden Fall. Dann tust du ihn rein in der Zukunft. Aber bis jetzt haben wir die drei. Achso, und das war schon. Weitere Charaktere habe ich nicht. Ja, bis jetzt waren es die drei und dann hast du dein In-Charakter mitgenommen. Und von In-Charakteren Setup sieht das Ganze noch gut aus. Du kannst LAV to in der Rotation halten mit Supogeta. Beispielsweise die Tensekuti links jetzt. Und in der anderen könntest du halten Kefla mit Elegoan. Warum? Kefla könnte für Elegohan Orbs vorbereiten, auch wenn es keine Int-Orbs sind, aber es wären sehr viele Orbs für Elegohan. Wenn Ui Goku oder Tech Vegito reinkommt, dann hätten sie 4 Battle für ihn. Oder Elegohan auch mit dem Friend Ele Vegito würde auch gehen auf jeden Fall. Und das Setup passt auch. Oh ja, war ein bisschen kurz, aber ja, passt auf jeden Fall. So ist nicht. Und ich habe aber deine ganzen Charakterlisten nicht gehabt, deswegen bleibt es bei den 8 von 10 Punkten. Freunde, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt den ganzen ein Like. Ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.